Einen Alpha-Mann spielt man nicht. Das geht nicht. Entweder man ist ein Alpha-Mann oder man ist keiner. Aber man kann zu einem Alpha-Mann werden. Und dazu gehört, erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis. Wir hatten in einem anderen Video schon eingehender darüber nachgedacht. Lebenszweck finden. Dieses Video befindet sich in meiner Playlist oder auf meinem Kanal. Da kannst du nochmal nachschauen. Das gehört dazu, ein Alpha-Mann zu werden, dass man seinen Lebenszweck findet. Aber es gehört halt auch dazu, dass man seine Gefühle verarbeitet. Gefühle sind wie Wellen. Sie kommen, sie erreichen einen Höhepunkt, sie brechen und dann ebben sie wieder ab und verschwinden wieder. Dabei tun sich letztendlich zwei Probleme auf. Auf der einen Seite haben wir gute Gefühle, die wir behalten wollen. Wir wollen dauerhaft Freude erleben, glücklich sein. Aber Gefühle sind halt nur für eine begrenzte Zeit da. Sie sind wie eine Welle, sie erreichen den Höhepunkt, dann brechen sie und dann ebben sie wieder ab und verschwinden. Das gilt natürlich für Freude zum Beispiel und für andere positive Gefühle. Und diese wollen wir dann halten, diese wollen wir dauerhaft haben. Aber das geht nicht. Wir haben ja den Tag über gesehen, immer wieder verschiedene Gefühle. Ja, die wechseln einander ab. Dann haben wir mal Freude, dann haben wir mal Angst, dann sind wir traurig, dann sind wir vielleicht auch mal wütend. Und viele andere Gefühle sind auch noch da. Wir wollen aber die guten Gefühle, wir wollen sie behalten, wir wollen sie dauerhaft haben. Das sieht man zum Beispiel bei Popstars, bei Sängern, bei Sängerinnen. Die geben ein Konzert, die Leute strömen in die Halle, ja, geben viel Geld aus. Der Sänger, die Sängerin, der Star, nimmt viel Geld ein. Steht dann auf der Bühne, wird gefeiert, alle singen mit, super Stimmung, super Euphorie. Und dann ist das Konzert zu Ende und der Star geht dann in sein Hotelzimmer und ist ganz einsam und allein. Die Euphorie klingt ab, die Freude ist weg. Ja, und dann sieht man ja auch, was dabei rauskommt, was dann passiert. Dann kommen die Drogen ins Spiel, dann kommt der Alkohol ins Spiel und sie versuchen halt die Freude, die Euphorie festzuhalten, dann mit anderen Mitteln. Und viele Stars sind ja auch schon an ihrem Drogenkonsum gestorben oder waren kurz davor, mussten wiederbelebt werden, liest man immer wieder in der Zeitung. Ja, ein anderes Beispiel, ein Mann und eine Frau, verliebtes Pärchen, sitzen auf der Bank im Park und er sagt, ich liebe dich. Und das geht ihr so durch und sie fühlt sich so gut und sie fühlt sich so wohl. Aber nach 10 Minuten ist dieses Gefühl wieder weg und sie würde es am liebsten nochmal hören. Sie würde am liebsten fragen, jetzt auch noch, weil das Gefühl wieder abgeklungen ist und sie es gerne wieder haben würde. Gefühle sind immer nur für eine begrenzte Zeit da, gerade auch die guten Gefühle. Das zweite Problem mit den Gefühlen ist, dass wir auch Gefühle haben, die uns unangenehm sind, die wir nicht haben möchten. Dann kommt irgendwo eine Angst auf und anstatt diese zu fühlen, ja, auch die Angst erreicht ihren Höhepunkt, bricht dann wie eine Welle und ebbt dann ab. Aber so weit lassen wir es ja gar nicht kommen. Viele Menschen schieben dann ihr Gefühl, ihre Angst einfach weg, drücken das weg, verdrängen sie. Dadurch ist die Angst ja nicht weg, sondern sie ist dann ins Unterbewusstsein verschoben. Sie nimmt eigentlich nur Anlauf, um dann umso stärker wiederzukommen. Gefühle wollen gefühlt werden und wenn man Gefühle nicht fühlt, sondern sie wegschiebt, dann kommen sie halt wieder noch stärker als zuvor und wollen in das Bewusstsein des Menschen. Sie wollen gefühlt werden. Wenn man sie dann wieder wegschiebt, dann nehmen sie wieder nur noch mehr Anlauf und kommen noch stärker wieder und irgendwann schädigt das eventuell sogar die Gesundheit auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, lasst uns mal einen Blick auf Diagramme werfen. Ich habe hier eine Grafik. Im oberen Bereich ist die Skala von schlecht über Durchschnitt bis gut. Das sind unsere Gefühle, wie wir uns fühlen. Ja, wenn also die Kurve nach oben geht, dann fühlen wir uns gut. Wenn die Kurve nach unten geht, dann fühlen wir uns schlecht. Und die gepunktete Linie in der Mitte, das ist der Durchschnitt. Ja, da fühlt man sich weder gut noch schlecht, sondern normal. Und unten ist die Zeit. Da könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Eine halbe Stunde, eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche. Nein, eine Woche ist etwas zu lang. Also maximal einen Tag. Und normalerweise, das ist jetzt die zweite Grafik, geht es rauf und runter mit unseren Gefühlen. Ja, da passiert etwas, was uns erfreut. Dann passiert vielleicht etwas, was uns bedrückt oder belastet oder ängstigt. Und je nachdem geht dann unsere Kurve
die Kurve unseres Gefühls nach oben oder nach unten. Was wir uns eigentlich wünschen würden, das ist diese Grafik, dass es uns immer gut geht, dass wir immer oben sind, sozusagen ein Überflieger. Ja, aber das ist leider nicht möglich, weil wir auch ständig Dinge erleben, die halt nicht erfreulich sind. Ja, stellt euch mal vor, da kommt einer und sagt, ja, meine Mutter ist gerade gestorben, ja, aber ich bin total gut drauf und so, und dann stimmt da irgendwas nicht in Ordnung. Mein Vater liegt mit Herzinfarkt im Krankenhaus, man weiß nicht, ob er durchkommt. Ja, aber mir geht's gut, ich fühle mich super, das geht nicht. Mein Hund ist gerade überfahren worden und ich habe gerade meinen Job verloren und habe gerade auch meine Freundin erwischt oder meine Frau, wie sie fremd geht. Ja, aber es ist alles super, ich fühle mich toll. Wer so kommt, der, da ist irgendwas faul, da stimmt irgendwas nicht. Ich kannte auch einen jungen Mann, der früher immer gesagt hat, ja, mir kann es nur gut gehen, ich fühle mich immer super, immer ist bei mir Party und habe eine Freundin und immer am Feiern und immer Alkohol und oh, mir geht es immer super, super gut und oh, ich bin immer gut gelaunt und irgendwie kam er auch so rüber. Ja, aber dann irgendwann war er mal betrunken und sagte, ja, wisst ihr, mir geht's gar nicht so gut, wie ich immer tue. Ja, das ist alles nur Show. In Wirklichkeit geht's mir gar nicht so toll. Ja. Alles nur gefaked, alles nur Maske, alles nur vorgeschoben. Deshalb nehmt den Leuten das nicht ab, wenn sie kommen und sagen, oh, mir geht's immer gut, mir kann's nur gut gehen, oh, ich bin immer gut drauf. Das ist alles Quatsch. Das ist Utopie, das würden wir uns wahrscheinlich wünschen, aber das werden wir in dieser Welt nicht erleben. Es gibt allerdings Menschen, die etwas anderes erleben, nämlich dass die Gefühlskurve immer im unteren Bereich ist. Vielleicht nicht so gerade wie hier in dieser Grafik, aber ja, dass sie halt häufig unten angesiedelt ist. Das ist dann die Kurve der Depression, ja, dass man sich immer nur im unteren Bereich befindet. Vielleicht hat man mal so einen Ausreißer nach oben, aber das ist vielleicht selten oder von bestimmten Bedingungen nur abhängig, aber dann ist man vielleicht meistens unten. Und da muss man vielleicht erstmal lernen, wieder hochzukommen. Und wie ich schon sagte, die meisten Menschen gehen mit ihren Gefühlen dahingehend um, dass sie ihre Gefühle verdrängen, dass sie sie wegschieben, zumindest die negativen Gefühle. Das heißt, negativ sind diese Gefühle manchmal gar nicht. Denn auch zum Beispiel eine Angst hat einen Sinn. Ja, wenn dann ein großer Hund mit Schaum vorm Maul und fletschenden Zähnen durch die Straßen geht, dann ist es besser, wenn man Angst davor hat und einen großen Bogen um den Hund macht, nicht wahr? Es gibt Kinder, die können das noch nicht so unterscheiden und nicht so erkennen. Die gehen dann zu dem Hund vielleicht hin und wollen ihn streicheln, weil sie keine Angst vor ihm haben. Da hat die Angst halt einen Sinn, uns zu beschützen und dass wir nicht in irgendwelche Gefahren kommen. Aber manchmal sind Ängste auch da aus vergangenen Situationen, die wir nicht durchfühlt haben, die immer noch irgendwo offen sind. Und ja, dann müssen wir halt diese Gefühle noch fühlen. Denn wenn wir sie dann gefühlt haben, dann gehen sie auch weg. Ich hatte mal eine undefinierbare Angst, die stieg in mir auf und ich wusste nicht, womit das zusammenhängt. Und dann habe ich diese Angst nicht weggedrückt. Ich habe sie nicht verdrängt, ich habe mich dann einfach mal hingelegt und gesagt, gut, da kommt jetzt eine Angst, dann fühle ich da jetzt mal durch, dann fühle ich mal, was das mit dieser Angst so auf sich hat. Ich habe mich dann hingelegt, habe dann ganz ruhig geatmet und dann kam dieses Gefühl immer stärker und ich war quasi so ein Beobachter, habe mir diese Angst dann angeschaut, habe da reingefühlt, ja, und das war dann auch gar nicht bedrohlich. Ich habe dann gesagt, ach, so fühlt sich halt Angst an, ne? Wenn man sie zulässt, wenn man sie nicht verdrängt und nicht dagegen ankämpft, sondern wenn man sie einfach so durchfühlt, ne? Ach, so fühlt sich Angst an. Und dann hatte ich irgendwie den Eindruck, dass diese Angst von mir aufstieg. Sie verließ meinen Körper so wie Nebel, der aus dem Gras aufsteigt. Ich stellte mir das dann so vor, wie dass es immer höher aufsteigt, vielleicht zu einer Wolke wird und die Wolke zieht am Horizont auf und davon. Es war eine Angst in mir, aber ich empfand sie nicht als bedrohlich oder dergleichen, weil ich nicht dagegen angekämpft habe, weil ich sie einfach zugelassen habe, weil ich sie beobachtet habe. Ich habe ihr Aufmerksamkeit gegeben. Gefühle wollen gefühlt werden. Und wie gesagt, das ist wie eine Welle, die baut sich auf, die bricht
und die fällt dann auch in sich zusammen und ebbt dann ab und verschwindet. Ja, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, habe ich einen Buchtipp für euch. Das Buch heißt Wieder fühlen lernen, ist von Safi Nidiai, erschienen im Heine Verlag, und ich werde dieses Buch auch verlinken. Dann könnt ihr da auch online drin blättern schon mal und vielleicht das auch bestellen, wenn ihr möchtet. Ich kann das Buch aber empfehlen, da stehen auch sehr interessante Übungen drin, wie man mit seinen Gefühlen klarkommt, wie man Gefühle verarbeitet und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr mit euren Gefühlen ins Klare, ins Reine kommen wollt, dann hilft dieses Buch sicherlich weiter. Wenn du deine Gefühle verarbeitet hast, dann kann es sein, dass du auch vielleicht mal gar nichts fühlst. Aber das ist keine innere Leere, das ist auch keine Langeweile. Das ist dann einfach innere Ruhe, innerer Frieden. Und viele Menschen streben ja danach und sehen sich danach, innerlich zur Ruhe zu kommen. Ja, und dazu gehört es dann auch zwangsläufig, dass du deine Gefühle verarbeitest. Und wenn du deine Gefühle verarbeitet hast, dann wird es dir nicht nur besser gehen, dann hast du auch einen weiteren Schritt zum Alpha-Mann gemacht und dann hast du auch einen Schritt zum inneren Frieden getan. Probier es einfach mal aus, deine Gefühle wirklich zu verarbeiten, und gehe dann deinen eigenen Weg weiter.